Ah, hallo. Für mein nächstes Projekt habe ich mir eine Flachdübelfräse gekauft und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also der Hersteller ist Einhell. Das ist ja so ein Billiggerätehersteller. Das Teil hat gekostet 57 Euro und noch was. Ist natürlich unschlagbar günstig. Kann man natürlich nicht so viel erwarten, das war mir klar. Habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Also ich habe es gekauft bei Amazon. Link dazu in der Beschreibung, wenn ihr euch das Teil auch holen wollt. Habe ich gelesen, dass natürlich ein bisschen Spiel drin ist und bedeutet, dass ich, wenn ich was fräse, dass es nicht so genau ist. Also noch ein bisschen Theorie. Ich will eine Platte, 19 mm verbinden, eine Korpusecke quasi. Die Fräse, die fräst jetzt hier eine Nut rein, dann kann ich da ein Blättchen reinlegen und das ganze Patent hat sich ausgedacht, die Firma Lamello, die hat auch, das ist auch ein Markenname, das ist vielleicht umgangssprachlich besser bekannt als Lamello-Fräse. So, und das billige Gerät, das hat natürlich ein bisschen Toleranzen, das heißt, hier wird ein Versatz rein, das können wir uns jetzt nicht angucken bei der Maschine, also man sieht es schon hier. Wenn ich hier dran wackel, das Ganze hat hier Spiel. Ich kann das hier so hin und her bewegen und das werden wir gleich mal messen, also wie viel das ist. Dazu müssen wir das Ding mal auseinanderbauen, dann werden wir mal gucken, ob wir dafür eine Lösung finden. Wenn ich das Gerät von Lamello kaufe, kostet das Teil 550 Euro, habe ich gerade recherchiert. Von Festool bezahle ich satte 770, das ist auch der teuerste. Bei Makita kostet 270, Bosch 480. Und das Ding, wie gesagt, 57 Euro. Und sag mal, so wenig wie ich das brauche, denke ich mir, dass ich die Maschine so modifizieren kann, dass sie gute Ergebnisse erzielt. Also, was müssen wir? Hier das Teil kann man abbauen. Das ist für 45 Grad zum Fräsen. Kommt auch der Fräser zum Vorschein. Hier vorne sind so kleine Gumminöckchen, die das Verrutschen verhindern. Die müssen raus. Dann das Fräswerkzeug runternehmen. Hier oben ist noch ein Knopf zum Arretieren. Das ist schon. Das haben die teuren Geräte auch. Und selbst die billigen haben das jetzt. Früher musste man mit einem Schraubenschlüssel gegenhalten. Das ist so ähnlich. Eigentlich vom Motor her ist es ja wie so ein Winkelschleifer aufgebaut. So. Jetzt. Hier ist die Tiefeneinstellung. Kann ich verschiedene Tiefen einstellen. 20, 10, Maximum 0. Der ist hier an zwei Schrauben befestigt. Dann die Rückholfeder abnehmen in der Spitzhacke. Komma 2, 5,7, also 4/10 Unterschied von dieser Führungsschiene. Das heißt, das ganze Ding kann ja gar nicht gerade laufen. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Spiel wir haben. Müssen wir jetzt hier messen. Sechs. 6,07. Das heißt, wir haben von 0,2 bis 0,6 Zehntel Spiel. Das ist über ein halber Millimeter und das ist schon richtig viel. So, da wäre jetzt mein Ansatz, dass ich versuche, mir hier ein Blech zwischenzulegen. So, aus der Thermoskanne habe ich mir jetzt ein Stück Blech geschnitten. Das schraube ich jetzt hier an. Aber erstmal muss ich natürlich noch Löcher bohren, um ein Gewinde schneiden.
Und da muss ich hin. Also hier auf der Seite passt es schon. Jetzt muss ich hier, passt es nicht. Jetzt werde ich hier das Blech ein bisschen dünner feilen. So, bis es hier mal geschmeidig rüber geht. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen weggeschliffen vom Blech. Und jetzt schnellt das wunderbare Zeug, so wie es sein muss. Und nichts klappert mehr. Jetzt werde ich das Maschinchen mal testen. Also zum Probieren werden wir mal diese zwei Platten hier zusammen Lamellen, sage ich jetzt mal, zusammen fräsen. Also hier kann ich einstellen die Höhe. Hab hier auch eine Skala. Da, 10. Wo brauchen wir? Jetzt fehlen mir die richtigen Buchenlamellos. Habe ich erstmal mir selber was gebastelt. Muss erst welche besorgen. Aber das geht jetzt zum Probieren auch. So. Geht sehr schön starten. So soll es auch sein. Also wie gesagt, die richtigen sind aus Buche und die sind gepresst. Und wenn man dann Leim angibt, dann quellen die auf und dadurch halten die dann natürlich noch besser. So. Ja, man darf jetzt keine Wunder erwarten. Aber ich sag mal, hier passt es schon sehr gut. Diese Platte ist natürlich auch ein bisschen rund, aber für meine Bedürfnisse reicht es. Ja, also für 57 Euro ein bisschen Feintuning. Hat man ein schönes Maschinchen. Und wie gesagt, mein nächstes Projekt steht an. Ich habe schon Material gekauft. Wenn ihr wissen wollt, was es wird, schaut mal wieder rein. Und wenn ihr diese Maschine haben wollt, könnt ihr unten auf den Amazon-Link klicken. Und wenn ihr denn über diesen Link bestellt, kriege ich eine kleine Provision, könnt ihr mich auch unterstützen. Ja. Danke ich mich schon mal dafür und tschüss und bis zum nächsten Mal.